Ja, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battle Isle 2. Wir sind mittlerweile an der fünften Karte angelangt und schauen mal, wie wir uns bei dieser dann so schlagen. Steigen wir auch direkt mal ein. Wieder mal die schöne Milop-Konsole. So. Und spielen erstmal die aktuelle Mission ab. Verteidigungsrat Halvar, im Liandea-Delta befinden sich wichtige Fabrikationskombinate des Gegners. Ihre Kampfverbände müssen dieser Fahrzeugfabriken habhaft werden. Um das erste große Ziel, den Hafen von Terdon, zu erreichen, ist zunächst die Vorstadt Terdon Gent zu besetzen und mit Truppen zu sichern. Die vom Feind angelegten Bahntrassen sollten auch Ihnen hilfreich sein. Unsere Meteorologen kündigen starke Regenfälle an. Admiral Kotoris, den kennen wir ja bereits, wird Ihnen Hilfe leisten. Ehre! Auftrag: Stadt Terdon Gent besetzen. Jawohl, das werden wir tun. Warten wir erstmal, bis das hier entsprechend weg ist, wieder das Fenster. So. Und dann schauen wir uns mal die Informationen an. Wir haben 26 Runden Zeit. Wir haben 29 Einheiten, davon zwei Marineeinheiten erstmalig und 29 Heereseinheiten. Vom Gegner sehen wir 7 Heereseinheiten und eine Marineeinheit. So. Ja, 22% haben wir erkundet, das ist nicht viel. Wir haben drei Parteien. Und wir sehen, da herrscht ein Bündnis zwischen Rot und Grün und Grün und Rot. So sieht das dann aus, wenn Bündnisse eingetragen sind. Das heißt, die beiden kämpfen zusammen und wir sind allein gegen die beiden. Genau, ja. Dann schauen wir mal. Aha, hier bietet sich erstmal schon direkt ein hervorragendes Ziel, nämlich diese Fabrik. Zielgebäude besetzt und unter Kontrolle. Erwarten neue Missionen. Ehre dem Ruhm. Meteorologische Sektion. Schwache Tiefausläufer gelangt zum Festland. Die wolkenreiche Meeresluft mit nur leichtem Re mit nur leichten Regenfällen heranführen. Komische Formulierung irgendwie. So. Ja, was machen wir denn hier am besten? Hier unten haben wir zwei Panzer oder nur einen Panzerzug und einen Transportzug. Zwei Panzerzüge wären natürlich schön. Und hier oben irgendwo ist Terdon Gent. Da müssen wir entsprechend hin. Ah, ich glaube eher so hier. So. Es gibt hier aber auch noch eine, ja, Nebenmission. Das haben wir ja schon in der letzten erfahren. Und zwar, aha, Mirkshano. Aufklärungssektion, Halvar. Stratege, in einer Fabrik Ihres Operationsgebietes befinden sich zwei wichtige Landungsboote. Unsere strategische Planungsstelle hat eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit für einen rückwärtigen Angriff mit diesen Booten auf die Artillerie des Gegners kalkuliert. Weiterhin erscheint es bedeutsam, die Infrastruktur mittels Baufahrzeugen zu reparieren und für die Zwecke unserer Verbände zu nutzen. Ehre dem Ruhm. Ja, interessant. Welche Artillerie? Ich weiß zwar, welche gemeint ist, aber bisher sehen wir auch noch gar keine. So, was haben wir denn hier wieder für neue Einheiten? Bestimmt haben wir irgendwas Neues hier. Genau, den Patrix, die erste Marineeinheit. Das ist ein Patrouillenboot mit, ja, schon kann man sagen, hervorragender Aufklärungseigenschaft, ja, relativ schwacher Panzerung und einem hohen Bewegungsradius. Also sind vielleicht Raufgarn durchaus geeignet, aber für Aufklärung, ja, schon sehr, sehr gut. Dann haben wir hier den Monolith. Der ist entsprechend. Ja, ein Reparaturzug. Das heißt, der kann unsere beschädigten Einheiten nicht nur auffüllen bezüglich Sprit und Munition, sondern sogar die wieder auf volle Gruppenstärke bringen. Das ist eine sehr wertvolle Einheit, auf die wir unbedingt aufpassen müssen. Ich würde sagen, in der ersten Runde stellen wir die mal so hier hin. Genau. So, und dann haben wir hier entsprechend unser Hauptquartier. Wenn wir mal reinschauen, da ist nichts drin. Produzieren können wir da auch nichts. So, und hier haben wir ja zwei Vader. Das sind Landungsboote, sieht man hier schon. Die sind auch neu. Ja, die sind ziemlich schwach gepanzert, aber können über Wasser. Es sind halt Luftkissenboote, wie man hier schon sieht. Genau. So, das ist das, wovon gerade gesprochen wurde. Ja,
dann werden wir die mal ja, irgendwie rausziehen. Die Frage ist natürlich, wohin? Ich würde mal sagen, hier tut erstmal ganz gut. Viel weiter müssen die erstmal auch nicht. Das wird sich noch zeigen, warum. Und einen Planum haben wir auch. Den werden wir auch mal direkt rausziehen. Und den Dämon, der ist ja gerade erst reingegangen. So, jetzt ist natürlich die Sache. Ja, wir können eigentlich schon, würde ich mal behaupten. Ja, hiermit können wir auch noch hier runter gehen. So, den Orion, wo ziehen wir den denn hin? Den können wir auch ein bisschen bewegen. Mal gucken. Aha, immer noch nichts. Naja, so. Ja, wie machen wir das am besten? Wir können aber dem Patrix hier beikommen mit unserem Samurai. Der kann nämlich auf Boote schießen und man sieht schon, das Wetter ist wirklich nicht gut. Ja, der hat auch schon ordentlich gelitten. Wir wiederum haben nicht mal einen Verlust bekommen. Das ist sehr erfreulich. Ja, wie können wir dem denn jetzt den Rest geben? Letztendlich entweder mit unserem Patrix. Ja, machen wir das? Ich weiß ja nicht, Es gibt da einen Grund, warum ich das eventuell nicht machen möchte. Aber ich würde sagen, wir werden den hier erstmal zerstören. Ach so, können wir nur mit A? Okay, mit Maschinengewehren können wir nicht auf Schiffe schießen. Das ist ja logisch. Es funktioniert halt physikalisch einfach nicht. Das ist ja ganz eindeutig. Das können wir nur mit der dicken Wumme. So. Okay, hier ist ein Buggy. Hier haben wir entsprechend einen Atlas. Den ziehen wir mal rein. Sonst ist der nur Opfer von irgendwelchen Schussgefechten, fürchte ich. Den können wir mal hier abziehen. Ja, ich würde sagen, man kann sich hier so ein bisschen zurückziehen. Das tut, glaube ich, uns nicht... Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, den dahin, den dahin. Und unseren Ranger. Ja, was machen wir denn mit dem? Mit dem können wir uns... Ah, ich würde sogar sagen, Richtung Süden begeben. Das wird sich noch zeigen, warum. So, und dann, ja, mit denen ziehen wir uns auch zurück. So, was heißt zurückziehen? Eigentlich nicht mal zurückziehen, sondern letztendlich... Oh, hier haben wir ja noch einen Ranger. Ahahaha, ja, mit dem können wir uns, glaube ich, mal hierhin begeben. So, ja. Und dann gehen wir mit den Einheiten hier entlang. Der Troll ist ja schon drin. So. Und dann, ja, wird das so schon passen. Können wir denn hier mit irgendwas machen? Ja, hätten wir gekonnt, wäre der Buggy noch sichtbar. Jetzt ist das nicht mehr. Tja, Pech gehabt. Dann haben wir halt in der Hinsicht gerade gelitten. Tja, tragisch. So. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Der ist ja weg, genau. Wie kriegen wir denn jetzt... da Erkundung, weil ich weiß, da steht etwas, was nicht angenehm ist für uns. Tja, müssen wir uns wohl erstmal kurz ein bisschen zurückziehen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht tragisch. So, mit unseren Buggies können wir mal hier direkt Richtung, ja, Richtung Norden. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, zumindest aktuell. So, den dahin, den dahin. Viele haben wir aktuell nicht zu befürchten und dann können wir auch schon die Runde beenden. Aha, aha, ja. Ja, das kann er ruhig machen. Meinetwegen. Oh, da ist er reingefahren. War jetzt aber nicht so eine überwältigende Wirkung, muss ich sagen. Naja, naja. Meinetwegen. Ja, das tut ihm nochmal weh, glaube ich. Ja, 4 Stück. Ah, wir haben auch nochmal 4 verloren, aua. Naja, aber ich glaube, der Technotrax ist Geschichte. Ja. Oh, ja, unser armer Troll. Direkt 2, alles klar. Aha, und da kommt... Oh, oh, und da kommt noch ein Patrouillenboot von ihm an. Aber ich dachte schon, das wäre es jetzt mit unserem Troll gewesen, aber ich möchte mich nicht zu früh freuen, je nachdem, was da noch passiert. Übrigens sehr schön auch auf dem Schlachtfeld hier, man sieht Straße und Schiene, so wie das eben da auch von dem Terrain ist. Also es ist tatsächlich auch von der Animation immer aufs Terrain angepasst. Auch ein sehr schönes Detail. Was nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Meteorologische Sektion. Ein von Norden aufziehendes Tief bringt Wetteränderungen. Regenfronten führen starke Niederschläge mit sich. Ja, Regenfälle geht auch. Ja, dann sollten wir uns da mal drauf vorbereiten, ne? Sonst haben wir, glaube ich, nachher ein Problem. So, mit denen ziehen wir uns erstmal hier schön zurück. Oder besser, nach oben zurückziehen tun wir uns damit ja gar nicht. So, und dann gucken wir mal. Aha, aha. Da ist was. Mhm. Oh, und jetzt sehen wir was sehr Interessantes. Ja, genau das wollte ich eigentlich. Ja, genau, genau. So. Das ist nämlich eine schwere Artillerie. Die ist gar nicht mal so lustig, wenn die richtig loslegt. Gut, im Expertenmodus ist sie abgeschwächt. Das kommt uns hier zugute. Aber trotzdem sollten wir uns um die kümmern. Also da können wir auch einfach mal die Informationen öffnen. Ja, Panzerung ist nicht wirklich stark. Die Reichweite ist aber mit 2 bis 5 schon sehr, sehr gut. Und 530 ist jetzt auch nicht gerade wenig Schusskraft, die hat. Also da müssen wir auf jeden Fall, ja, Hand anlegen. 4 Stück, meine Güte. Der lässt sich nicht lumpen. So, okay. Ja, er ist mit seinem Troll nämlich abgezogen. Und aus dem Grund hat er nämlich hier den Pulsar dann quasi vernachlässigt, weil der ziemlich aufgedeckt wurde. So, was machen wir hiermit? Fraglich. Das können wir natürlich... Ah, mit dem können wir da gar nicht hin. Das ist ärgerlich. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, der ist sowieso erstmal voll Fritte. Ja, ist gerade ein bisschen Knäuel hier. Was machen wir denn jetzt am besten? So, der ist jetzt eigentlich nicht unbedingt in Gefahr. Ja, komm hier. Straße. Schadet nicht. So, können wir denn mit denen... Naja. Wir können weiter ran. Das geht schon, ja. Mein 3 Stück, der wird den jetzt wahrscheinlich sowieso zurückziehen. Soweit ich das weiß, unter einem Drittel der Gruppenstärke zieht er Einheiten zurück. Es sei denn, er ist wohl sehr verzweifelt, dann tut er das auch nicht. Aber ich meine, das ist so grundlegend die Regel für ihn. So, was machen wir denn hier mit? Den ziehen wir mal hier hin. Ja, ich muss hier ein bisschen gerade Sachen freikriegen. So, den hier hin. Der muss nämlich unbedingt weg, das steht schon mal ganz fest. Wo kann der hin? Der kann da hin. Der kann aber wahrscheinlich immer noch... Ja, der kann nicht da oben hin. Das hätte ich gern gehabt, aber naja, man kann nicht alles haben. So, dann ziehen wir den doch mal hier hin und geben ihm mal. Jawohl, das hat sehr gut geklappt. Ja, schauen wir uns noch die Kampfanimation an. Wir haben sie ja nicht umsonst. Oh, da endet die Bahnstrecke. Interessant. So. Okay. Jetzt können wir mit dem... Ja, wenn wir mutig sind, ein bisschen weiter vor. Wo kann der denn sonst noch hin? Ah, an den Buggy kommt er leider nicht dran. Naja, gut. Aber theoretisch können wir... Das ist... Ach ja, den hatten wir auch noch nicht vorgestellt. Das ist ein Alcor. Ein Munitionstransporter. Der ist sehr schwer gepanzert. Warum er nicht direkt in... Licht und Flammen aufgeht, wenn er getroffen wird, ist mir ein Rätsel, aber wahrscheinlich ist er irgendwie von einer zig Zentimeter dicken Panzerschicht überzogen, von wertetem Stahl oder sonst was. Hat 400 Panzerungen und hat eine MG, um sich zu verteidigen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Teil. So, ach komm, greifen wir mit dem sogar an, sein Buggy da. Dann hat er keinen Fernschuss mehr und stört uns nicht mehr und wird geschwächt. 2 Verlust bei dem können wir uns erlauben. Können wir sowieso, wir haben einen Reparaturzug. So, und jetzt können wir nämlich hier ihm so richtig was zurückgeben. Ja, das hat doch wunderbar geklappt. Da blieb nichts mehr übrig. Genauso muss das laufen. Das war es schon mal mit seinem Snake. So, und was können wir hier noch machen? Ah, okay. Ja, komm, der hat 8. Anda, hier. Ah, einer bleibt übrig. War ja klar. Aber wir haben kaum Verluste erlitten. Das ist sehr, sehr gut. Kriegen wir den nicht? Ja, natürlich kriegen wir den noch kaputt. Aber sicherlich. Oh, wir könnten aber... Oh, Moment. Funktioniert das? Ah, das weiß ich jetzt nicht. Das ist in Battle Isle 3 tatsächlich besser gehandhabt. Da kann man sehen, auf welche Ziele die Einheiten... Huch,
das war das Mikro. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. Ja, man kann in Battlefield 3 sehen, auf welche Ziele man eigentlich schießen kann. Das ist hier nicht so. Zumindest weiß ich das gerade nicht, wo man das sehen könnte. Jawohl, der kommt nicht mehr wieder. Ah, und da ich das jetzt nicht weiß, ist das jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich kann es probieren, ob ich jetzt auf den Technotrag schieße oder nicht. Das, ja, ich probiere es mal. Ja, es funktioniert nicht. Okay. Ich habe es mir gedacht, aber ich wollte es jetzt einfach ausprobieren. Wird jetzt aber auch kein Weltuntergang sein. Dann können wir mit ihm hier schon... Ja, komm, der ist doch schon gut dabei. So, weiter vor. So. Und was machen wir hier? Hier haben wir entsprechend... Ja, die können wir hier runterziehen. Ich hoffe mal, denen geht nicht der Sprit aus. Aber... Oder sollte ich den hier mal eben... Gute Frage. Ah, ich weiß noch nicht, dass hier nachher der Sprit ausgeht. Vielleicht sollte ich ihn hier nochmal reinziehen. Obwohl, oh, ja, egal. Ich hätte den ja hier mit auffüllen können, ne? Ja, wäre schon logisch gewesen. Na egal, jetzt ist es so. So, jetzt können wir direkt hier reparieren. Zack. So. Ja, und dann gehen wir mal mit denen hier weiter nach vorne. So, hier füllen. Und der hier auch direkt nach vorn. So, füllen. Die beiden bleiben hier. Die hier auch. So, die stellen sich mal hier so gut hin. So, das klappt doch alles wunderbar. Den ziehen wir mal einfach ja, hier hin. Ja, stimmt, wir haben hier den Troll. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. So. Den stellen wir mal dahin und dann haben wir auch schon nichts mehr zum Ziehen. Ja, gut, den können wir... Ja, kann man machen, muss man nicht. Den Ablass lassen wir erstmal. Und dann machen wir mal einen Rundenwechsel. Aha, der zieht sich zurück, das war klar. Ja, damit geht er auf unsere Munitionstransporter. Primär sind Ziele der KI Versorgungseinheiten. Ja, das kann manchmal ziemlich dumm rüberkommen, aber manchmal auch praktisch. Ja, super. Jetzt greift er unseren Buggy an, den wir da hingezogen haben. Ja, kriegen 3 Stück direkt über den Sack. Naja, gut. So. Okay. Aha. Aha. Ja, was kommt denn da? Oh. Uiuiui. Das war aber böse. 4 zu 5. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt sollten wir, glaube ich... Ja, den füllen wir jetzt wenigstens, wenn er schon hier drin war. So, und dann ziehen wir den hier direkt runter. Ja. Tja, angreifen ist ja jetzt ein bisschen doof. Also, aber der Troll dürfte, glaube ich, keineswegs... soweit kommen. Ich hoffe es. So, und das hier ist... Ah, da ist nichts drin. Okay. Haha, ich dachte, da wäre nämlich was gewesen. Aber naja. Dann ist es halt nicht so. Den kriegen wir nicht. Das ist ärgerlich. Schade. Aber... kriegen wir immer noch nicht. Ach Mann. Das ist jetzt wirklich ein bisschen bitter. Aber naja, gut. So. Ja, da könnte was sein, aber wir machen es mal so. So, hier. Klemme wirkt zwar nicht, müsste sie zumindest nicht. Aber wir wollen ja noch trotzdem angreifen. Ja, 2 gegen 2. Sonst hätte das gerade ganz anders ausgesehen. So, dann ziehen wir den hier hin und machen ihm jetzt vielleicht den Gar aus. Das wäre gut. Ich glaube nicht. Oh, doch. Sehr schön. Dann hat sich das mit denen auch erledigt. Die sind jetzt auf Tauchgang gegangen. So, ja, mit dem gehen wir dann mal hier hin und verfolgen den entsprechend. Ja, gut. Der wird jetzt... Oh, ja. Ja, Technotraxe sind teilweise doch durchaus mobiler, wie man sieht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, ärgerlich. Ach so, doch, jetzt können wir mit dem... Ja, komm, dann machen wir das doch. Ja, ordentlich. Der Samurai enttäuscht nicht. Und dann können wir ihm nochmal... Ja, wir können... Ja, das ist, glaube ich, relativ gefahrlos. Nochmal vorrücken. So, zack, zack. Und dann geben wir ihm jetzt den Rest hier.
Jawohl. Wunderbar klappt das. Jetzt haben wir natürlich da unsere Front ein bisschen offen. Naja, aber ja, da sollte eigentlich nichts passieren. Also, ich glaube nicht. Aber wie können sich unsere Buggys dann bewegen? Wir machen das jetzt mal so. Ja, eigentlich müssten wir den trotzdem hier ranziehen. Dann ist der offen, das ist aber nicht schlimm. So, dann ziehen wir den mal hier ran. So, das ist gut. Und mit dem, ja, können wir gerade mehr oder weniger gar nichts machen. Mit dem auch nicht. Den können wir höchstens hier hinziehen, aber viel bewegen tut das nicht. So, was machen wir mit dem hier? Mit dem, ach ja, komm, einfach Straße. Straße ist immer gut hier. So, und die ziehen wir einfach mal dahin. So, dann haben wir ein paar mehr Felder, wo wir was machen können. Ja, und hier können wir einfach nur... Oh, Moment, wir können hier doch... Ja, den können wir hier an die... An den Kragen. Ja, und da hat er auch schon zwei weniger. Sehr gut. Ja, mit dem würden wir uns am besten... Ja, da bewegen wir uns mal hier hin. So, das ist, glaube ich, alles hier sehr gut gesichert, muss man sagen. Die Ranger können da jetzt nicht viel ausrichten. So, der Snake, der kann nach oben. So, dann knurrt sich das da oben noch mehr. Wunderbar. So muss das. Ja, der kommt kaum noch voran, das ist tragisch. Ja, mit unserem Bunker können wir nicht schießen. Die Einheit kennen wir auch bereits. So, und dann gucken wir mal, was der Gegner jetzt macht. Mhm. Ja, der kommt auch kaum voran. Aha. Oh, der kam tatsächlich ran. Ja, das ist übel. Tschüss, Ranger. Ja. Ah, das ist bitter. Ah, ärgerlich. Naja, gut. Fehlschläge gehören auch dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit laufen kann, aber naja. Ach, damit greift er auch an. Meine Güte. Ja gut, der macht jetzt nicht mehr viel. Das ist bitter. Naja. So. Dann können wir dem hier den Rest geben, bevor er sich nämlich wieder irgendwo verzieht. Zwei! Ja, ich glaub's auch. Also, das ist ja jetzt wohl nicht wahr. Ach, okay. Naja, gut. Wie war's mit den Fehlschlägen? Schön, schön. So. Ja, dann sind unsere Rangers jetzt erfolgreich verheizt. Wunderbar. Aufklärungssektion Halvar. Vergangene Nacht wurde bei einem schweren Wetter wichtige Einrichtung, darunter eine Brücke, zerstört. Beachten Sie Veränderungen. Ja. Das ist gut zu wissen. Ja, was machen wir denn jetzt hier? An den kommen wir nicht mehr ran. Dann können wir ihn jetzt auch gleich hochziehen hier. So, kommen wir denn an den so ran? Nee, auch nicht. Ja, was ist denn jetzt hier deine... Können dich hiermit angreifen? Dafür haben wir einen Bunker schließlich. Ja, Wahnsinn. Einer. So. Ja, ich frage mich gerade, was der da versucht. Der wird hier ja wohl nicht langkommen können. Also, davon gehe ich mal schwer aus, dass er das nicht tut. Oder auch nicht kann. Naja, gut, wir lassen uns mal überraschen. So, mit dem stetig voran. Jetzt können wir ihm ja aber den Rest geben. Der kommt nicht mehr weg. Ja. Wunderbar. So. Eigentlich, warum machen wir eigentlich so einen Mist, so einen Käse hier? Wir können hier doch ruhig eine Einheit reinziehen, bei dem anderen auch. Und dann fahren wir mal hier ein bisschen hoch, ein bisschen vorsichtiger jetzt. Nicht, dass wir auch mehr Einheiten noch verheizen. Ja, okay, wenn wir das jetzt sehen. So, aha, aha, interessant, ja. Gut, der Buggy kann uns ja nichts, wie wir erfahren haben. Hier die Brücke, die ist jetzt weg. Das war die Meldung gerade. So, mehr machen wir auch gerade nicht. Ja, gut. Nee, hier können wir auch nichts weitermachen. Hm. Wir könnten hier höchstens, ja, Straße bauen. Mehr Straße. So. Ja, wir hätten uns auch mit dem Planum hier hochbegeben können. Aber, naja. So, was können wir denn hier eigentlich machen? Wir können... Ah, wir können einiges bauen. Das ist ja schon mal interessant. Oh ja, ich glaube, aufgrund unserer Ranger-Verluste habe ich da einen gewissen Plan. Ja, so. Das sind ja schließlich sehr mobile und schnell agierende Einheiten.
viele nehmen wir denn davon? Ja, das, ich glaube, das reicht erstmal. Nehmen wir noch einen Buggy dazu? Ja, komm. Was soll's? Was schadet das? So. Das lassen wir alles da unten stehen. So, hier können wir durchaus vorrücken. Ja. Ah, ja. Ja, so schnell passiert's. Wir sollten hier erstmal Einheiten reparieren, würde ich jetzt sagen. So, jetzt hier schließlich alles ein bisschen angeschlagen. So. Oh, der auch. Ah gut, der wird davon jetzt nicht sterben. Achso, füllen, ja, können wir auch machen. So, den auch noch auffüllen. Der ist nämlich total kaputt gewesen. So, und jetzt können wir ihn mir nämlich wieder entsprechend alles geben. So, der ist auch wunderbar zurecht. Der kann jetzt sogar angreifen, das ist gut. Hat direkt zwei Stück mitgenommen. So, und dann zurück mit dir. Dann können wir mit ihm ja auch wieder füllen. So, und er hier kann mal eine Rundumfüllung veranlassen. So, dann geht den Einheit nämlich auch nicht der Sprit aus. So, mit dem können wir das gleiche auch nochmal machen. Wieder zwei. Das ist ja eine gute Trefferquote gerade. So, auch zurück mit dir. So, können wir dich sogar, ja klar. Warum sollten wir es nicht machen? Angriff. Ja, natürlich. Einer bleibt übrig. Wir haben aber auch nur einen verloren. Also von daher ist das schon völlig in Ordnung. So, du gehst dahin. Der kann nicht mal weiter nach oben. Das ist bitter. So, mit dir auch vor. Wo kannst du denn hin? Naja, dich, nee, da möchte ich ihn gerade nicht hinziehen. Wenn ich gerade schon gesehen habe, wo der andere hingehen konnte, dann habe ich da zu wenig Lust drauf. So, der kann aber dahin, das ist glaube ich gut, ja, das macht er auch. So, der bleibt hier stehen, der auch. Na, was machen wir mit dem Alkohol hier und mit dem Zug? Tja, das können wir erstmal hier hinstellen, denke ich. Und mit dem gehen wir dann nächste Runde da hoch. Und das lassen wir erstmal alles stehen, ja, würde ich sagen. Produce Units. Aha, aha. Ja, der ist ja gut drauf. Oh, ja. Gut. Tja, ich glaube, der wollte unseren Planum angreifen, so wie ich das sehe. Ist dann aber tragischerweise in unseren Dämon gefahren. Joa. Okay. Dann können wir ihm doch mal hier Hallo sagen mit unserem Dämon. Ja, dann ist ja auch keine Gefahr mehr, dass er da rumturnt und nachher unser Hauptquartier einnimmt. So, Panzerzug kann auch nach vorne. So, und der Planum, der geht jetzt mal in die Richtung hier. Und produziert, was auch sonst, Straße. So, einen hat er noch, der hat keinen Fernkampf, der hat einen. Dann bist du jetzt dafür auserkoren, dem den Rest zu geben. So. Der ist erledigt. Wunderbar. Ja, wie machen wir das denn jetzt hier? Wir haben ja jetzt ein paar Ranger. Ich würde mal sagen, ab dafür. Wie viele ziehen wir denn da? Ja, ich würde mal sagen, so drei Stück nach oben. Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut. Und zwei Stück ziehen wir ja nochmal runter. So. Genau. Und den Buggy ziehen wir natürlich auch raus, ganz klar. So, der kommt hier hin. Und dann können wir sogar noch mehr Ranger produzieren. Ich meine, wenn wir so viel Energie und Material kriegen, dann können wir es auch durchaus nutzen. Dann machen wir das auch. So, am Buggy brauche ich jetzt nicht auch noch, das reicht schon. So, der kann aber aufgefüllt werden. So wie alles hier. So, er kann hier direkt den Troll behaken, das ist auch gut. Ja. Gut getroffen. Oh, ja. Und jetzt auch gut verwundbar. Na gut, dann muss er hier vor.
ist aber auch nicht das Problem. So, er geht auch vor. Ja, aber angreifen tue ich den da nicht zu. So, das Stück. Ja, haha, der kommt überhaupt nicht mehr voran hier. Jetzt können wir uns mit ihm hier mutig vorbewegen. So, gucken wir mal. Haben wir hier noch was? Nee. Nichts Spannendes gerade. So, der geht auch weiter nach vorne. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, der hat... Ja, komm, dann kann er den hier auch noch reinnehmen. Was soll das? So, der geht hier hin. Und dann auch ab dafür. So. Ah, die haben schon relativ wenig Sprit, die Dinger, ne? Ja, irgendwie... So, was mache ich denn hier? Mit dem kann ich auch noch mal hier hin. Der füllt den dann noch mal auf, falls der andere dann, ja, keinen Sprit mehr hat. Kann ich dann noch mal was dran ändern. So, was ist hier noch? Mhm. Oh, ja, jetzt sind wir in der Reichweite von ihm. Herrlich. So, was ist hier so? Aha, aha, ja. Okay. Da können wir auch mal einen Ranger. Ja, wobei, können wir da einen Ranger hinschicken? Nee, so einfach geht das gar nicht. Tja, ärgerlich. Aber, Moment, theoretisch können wir doch noch, ja, können wir nicht, schade. Naja, wie viel kostet der denn? Hatte ich das nicht gerade? 7,4, ah, okay. Ja, ja. So, du gehst nach oben, ihr bleibt hier beide stehen. So, du gehst dann in die Richtung. Dann können wir auch schon wieder einen Zug beenden. Ja, er rennt direkt in meinen Samurai. Gute Nacht. Was? Der ist nicht kaputt. Okay. Das hätte ich jetzt erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, das war leider klar. Aber der trifft nicht. Ja, hat man von der Musik wieder gehört. Gut. Soll uns nicht stören? Ah ja, mhm, 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 ja, ah ja, 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 mhm, mhm, alles klar, ja, sehe ich auch so. Das ist ja echt ein bisschen lästig, was der da hat. So, aha, aha. Hier ist also, ja, da sind wahrscheinlich alles Einheiten. Ja, da vielleicht, aha, Moment, da können wir nicht hin. Aber da dürften wir ja relativ sicher hin können, ohne... Aha, da kommt ein Samurai an. Meteorologische Sektion. Ja, wir haben wieder gute Sicht. Nach kurzer Wetterruhung zieht ein stark ausgeprägtes Hoch in das Weißgebiet. Die klare Luft bietet gute Weitsicht. Ja, das ist doch wunderbar, das hören wir gern. Da können wir auch nicht hin, dann können wir aber mal so hier lang. So, aha, aha, ja, ein Buggy, okay. Tja, dann gehen wir mal hier so lang. Ziehen den Techno mal hier hin. Ah, das ziehen wir mal hier lang. So, wir haben gerade bestes Wetter, das ist doch sehr wünschenswert. Und fahren hier mal einfach direkt dreisterweise weiter nach oben. So, ja, komm. Warum können wir hier nicht da rein? Schade. So, das machen wir dann in der nächsten Runde. So. Tja, der ist natürlich ziemlich hin, der Troll. Dann können wir mit ihm hier noch Erfahrung sammeln. Wunderbar. Das klappte wie erwartet. So, ja, und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir hier nämlich nicht mehr weiterkommen mit unserem Zug. Schade, aber so ist das irgendwie gerade. So, vielleicht können wir hier sogar eine Straße rüberbauen. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Was wir aber natürlich auch machen können, ist einfach mal hier ihn behaken. Solange der mit seinem Samurai da nicht hinfährt, ist das eigentlich sehr gefahrlos möglich, muss man sagen. Boah, hier ein Stück direkt. Das war ja ordentlich. So, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, die Mission hier. Ja, schon so ein bisschen sehr gefährlich, aber egal. 1, 2, 3. Ja, der kommt noch nicht an uns ran. Und der hat noch nichts drin. Richtig. Ja, so, der kriegt dann, ja, nächste Runde gehen die beiden rein, dann geht's ab mit ihm. So, was macht er hier?
Ja, der könnte eigentlich zurück, der Junge. So. Und er hier kann noch vor, genau. Und füllt dann, ja, wen füllt er denn auf? Den hier oder den hier? Ah, du bist weiter vorne, du bist aber schon gezogen. Dann füllen wir dich auf. So. Tja, Na gut, nee, viel machen können wir da jetzt auch nicht mit. Auch nicht so interessant gerade. Tja, dann ziehen wir dich mal wieder hier hin. Genau, du bist ja auch wunderbar zurecht. Du kommst nach vorn. Haben wir ja sonst noch was, was irgendwie angeschlagen ist? Nee, so, der kann jetzt auch mal wieder ordentlich laufen. So, der, oh, der hat kaum noch Sprit. Das ist nicht so gut. Dann wird der auch mal in der nächsten Runde befüllt. Tja, was ich mit dem hier machen soll, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, nicht viel. Vermutlich. So, der wird auch mal aufgetankt. Den können wir hier schon reinziehen. So. Den stellen wir mal hier hin. Tanken den Panzerzug auf. Oh, das war gut, ja. So, mit ihm füllen wir den mal. So, und dann haben wir eigentlich auch schon wieder alles gemacht. Wir gucken mal. Ja, super. Beste Wetterlage. Das heißt, der kann mit seinem Samurai jetzt an meinen Ranger ranziehen. Macht er aber nicht. Glücklicherweise. Oh, oh. Kommt sein Samurai jetzt an den Patricks? Nee, das war ihm egal. Aha, aha. Ja, ein bisschen müssen wir jetzt aufpassen hier. Aha, aha. Nicht, dass das uns noch hier zum Verhängnis wird. Ja, zwei weniger, das ist schon mal gut. Ja, dann sollten wir doch jetzt mal glatt dem den Rest geben. Ja, das war gut. So. Das hat sich schon mal erledigt, das Problem. Ja, der kann dann ihm hier entgegenmarschieren. Er auch. So, das sollte ja wohl locker reichen. Ja, was machen wir mit denen jetzt? Das ist natürlich jetzt ein bisschen, bisschen happig. Wir können ja mal hier ran. Ja, okay. Ja, komm, machen wir das. Wir werden den kürzeren ziehen, das ist ganz klar. Ja, es ging sogar, wenn man überlegt. Eigentlich war das in Ordnung. So, und wir können... Ja, ist das eine Stadt oder was? Nee, ist es nicht. Ja, super. Aber jetzt können wir ihn klemmen. So. Ja. So schlecht lief das jetzt eigentlich gar nicht, muss man sagen. So. Und wohin denn dann? Oh, noch ein Buggy. Eieieiei. Das ist ja jetzt gar nicht mal so toll. Aber was ist das da? Also, Ich weiß, hier gibt es so ein paar Städtchen, aber irgendwie. Komisch. Naja. So, mit ihm hier noch rein und dann auch mit ihr ab dafür. So. Ah, der hat die alle weggezogen. Das ist natürlich... Oh. Ja. Aber vielleicht hat er produziert. Ich meine, es ist nur ein D... Verdammt. Aber... Sollen wir das machen? Ja, komm. Wir machen das. So. Dann könnten wir theoretisch, aber die werden den sowieso nicht wegkriegen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir lassen die mal da stehen. Ja, wir können auch nicht reingucken, was der da hat. Dann fahren wir mit dem hier rein. So, zack. Ja, Zielgebäude erobert und unter Kontrolle. Erwarten neue Missionen. Ehre dem Ruhm. Oder erwarten neuen Auftrag. So, dann fahren wir mal hier ein bisschen vorsichtiger ran. Ja, okay. So, und gucken mal, was uns hier noch so für eine Sicht geboten wird. Aha, ja, viel ist hier nicht mehr. Ja, so langsam geht denen auch so ein bisschen der Sprit aus. So, okay. Ja. Da ist noch der Supervirus. Den können wir eigentlich auch mal angreifen. So. Ja. Das. Ja, genau. Hier müssen wir jetzt erstmal den reparieren. Das ist nicht verkehrt. So, und dann mal alles auffüllen. Grundsätzlich hier
Rundumschlag alles mal hier versorgen. Jawohl. So, so, so. Dann ab dafür nach Norden. Hat er entsprechend schon einige Sachen dahingestellt. So, und die Mine hat ja nichts mehr. Das heißt, die können wir jetzt auch ruhig im Nahkampf angreifen. Ja, drei Stück. Schon nicht schlecht. So, und dann ja, zurück mit dir hier hin. Dann noch das gleiche nochmal. Na, ja, hat fast geklappt. Ja, stören tut das jetzt auch nicht, dieser Supervirus da, aber... So, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr klemmen. Das sollte er wohl locker schaffen. Das ist unser bestausgebildeter Buggy. Ja, jetzt krieg ich da noch mehr. Der dürfte aber schon ein bisschen... Ja, ein bisschen auf die... Ja, ein bisschen draufhauen, denke ich mal. So, ja, Planum. Der muss jetzt natürlich Schiene produzieren. Genau, wunderbar. Geht es ja auch mal weiter. Ah, nee. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Meine Güte, diese Steuerung. So, okay. Die fahren ja alle nach oben. Wer füllt den auf? Wer füllt ja, den hier auf? Ja, mit dem Transportzug weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Eigentlich witzlos. Kann den hier mal reinziehen. Ja, okay. Vielleicht doch nicht ganz witzlos, aber ein bisschen schon. Ist natürlich die Frage, was will er hier machen? Ich kann auch eigentlich mal den hier genauso rausladen. Dann kann er da nichts direkt draufstellen. Und Einheiten, die er rauszieht, die kann er ja nicht direkt zum Angriff verwenden. Also eigentlich ist er da gekniffen, würde ich jetzt mal behaupten. So, Snake, ja. Der ist auch frisch, der kommt auch nach vorne hier und du auch noch einfällt. Aha, aha, schwere Befestigung. So. Ja, und den Rest, den können wir eigentlich, tja, fast schon so lassen, wie er ist. So, und dann Rundenwechsel. Mhm, da kommt ein Ranger, ja, das ist aber nicht unser Problem. Aha, Kampfpanzerzug, ja. Der marschiert weiter vor, das ist klar. Der versucht da jetzt ein paar unlautere Sachen. Aber wir sehen ihn. Wieder zwei, ordentlich. Mhm, okay. Stratege Haris, ich darf Ihnen danken. Meiner Schwester konnte die Flucht aus einem Dorf namens Gond gelingen. Ja, das hatten wir schon in der letzten Mission gehört, dass er uns bat, seine Schwester zu befreien. Es könnte für Sie interessant sein, von einem Gerücht zu erfahren, das sich um ein altes Denkmal an der Straße nach Gildho dreht. Man erzählt sich von einer alten und verwitterten Ruine, die sich einige Sektoren südwestlich des Denkmals befinden soll. Die Überlieferung zufolge, obwohl, nee, das kommt noch der Text... Der Überlieferung zufolge soll sie wertvolle Geheimnisse bergen. Bislang blieb jedoch unbekannt, ob sich in diesem Gerede Wahrheit befindet. Eine alten verwitterten Ruine, die sich einige Sektoren südwestlich des Denkmals. Ja, und was soll uns das jetzt sagen? Ich überlege gerade. Ja, okay. Können hier mal so reinfahren. Aha, ja. So, hier ist ja... Da ist ja nichts. Also, tja. Was soll ich denn da jetzt machen? Eine verwitterte alte Ruine. Dass sich mein altes Ding an der Straße nach Gildho dreht. Gildho, wo ist denn Gildho? Das ist Village of irgendwas. Village of L. Mhm, ja. So, Gildho, das wird ja nicht mehr. Das ist nur irgendein, genau. Ah, Headquarter. Das ist ja kein. Das ist ja auch nicht irgendwie. Nee, das kann ja nicht sein. Na komm, dann ran mit dir. So. Verstehen dir keinen Spaß, wenn du an unser Hauptquartier kommst. Ja. Zieh uns ruhig noch ein bisschen was ab. Egal. Können wir mit denen ja auch noch vorrücken. So. Kommt sowieso nicht daran. Also, und wenn nicht, und wenn doch, dann wird er mit unserem Bunker noch entsprechend bearbeitet. So.
Ja, wir können hier wahrscheinlich... Ah, okay. Nee, wir können ja noch beides machen. Noch. Ich habe mich verklickt. Ich wollte hier noch Schienen legen. So. Wunderbar. Ich glaube, das jetzt doch. So, dann ziehen wir den hier an die Front. Ja, fast an die Front, so ganz auch nicht. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Hier können wir natürlich... Ja, wir können erstmal so. Ja. Seine Rune ein bisschen behaken. Und dann fahren wir mal hier mutig weiter. Aha, aha. Ja, ja. Genau. Ich glaube, der Sprit reicht nicht mehr, oder? Wird er das noch? Oh, oh, oh. Ha, ich glaube, der reicht nicht. Aha. So, wir werden hier mal auffüllen. Ja, nehmen wir uns doch gleich noch einen Ranger, würde ich sagen, oder? Ja, das klingt doch super. Dann ziehen wir den mal raus. Wäre mal blöd, wenn wir den jetzt da drin lassen. Blöd sind wir aber trotzdem, weil wir noch einen Ranger hatten, den wir gar nicht verwendeten. Den werden wir jetzt natürlich trotzdem nutzen. So. Und da haben wir hier noch einen. Ja, bin ja schon fast verleitet, den da unten irgendwie zu verwenden, aber... Gilto? Ja, was ist denn? Wo ist denn Gilto? Das ist ja auch nicht Gilto. Nee. So. Mit dir kann ich jetzt jedenfalls mal hier rein. Und dann schauen wir mal. Zielgebäude unter Kontrolle und gesichert. Erwarte neuen Auftrag. Ehre dem Ruhm. Was haben wir denn jetzt hier drin? Gar nichts. Ja, du bist ja wohl Wahnsinn. So. Ja. Dann stellen wir uns mal hier hin. Ja, wir können einfach so stehen bleiben mit unseren Booten und allem. Das geht eigentlich schon. Und du bist nicht angeschlagen, genau. Theoretisch können wir den auch damit behaken, aber was soll das? So. Eigentlich brauchen wir auch nichts mehr machen. Wir können unsere Front eigentlich so lassen, wie sie ist. Wir können die höchstens so minimal hier nach hinten stellen, dass sie nicht mit der Anaconda unseren tollen Buggy anschließt. Aber sonst können wir eigentlich den Rest schon so lassen, wie er ist. In Gefahr ist er ja gerade auch nichts wirklich. So, die können wir noch hier hinstellen. Und dann haben wir schon die Schienenverbindung hergestellt, wenn wir denen das Feld dann noch... Ja, wieder bauen. So. Ja, mit denen da oben weiß ich nicht, ob die da noch hinkommen. Ach ja, den können wir auch noch hier ranziehen. Ja, warum nicht? Schadet ja nicht. So, und dann Rundenwechsel. Aha, aha, da kommt auch noch was. Uiuiui, okay. Das war klar. Aha. Oh. Oh, ich bin da zu nah rangezogen. Ah, verdammt, ja, und unsere Infanterie leidet jetzt auch da drin. Ärgerlich. Naja. Oh, meine Güte. Ja, jetzt kriegt er wohl so ein bisschen Bienen im Hintern. Ja, zwei, naja, gut. Aha, mhm, auch klar. Oh, das hat wehgetan. Ja. Ach so, der greift im Nahkampf an. Ja, interessant. Hat drei verloren, okay. Ja, ja, der macht jetzt alles, dass er uns da... Ach, dieser Sackgesicht, ja, war klar. Ja, das ist jetzt schlecht. Naja, egal. Aber die Produktion da, die stört uns eigentlich auch gar nicht. Ja, den können wir hier nämlich jetzt wegschießen. Bevor der doch irgendwie noch unerwarteterweise da hochkommt und mehr kann als wir. So, tschüss. Dann ist unser Bunker auch schon ordentlich ausgebildet. Ja, und mit dem, den müssen wir mal reparieren. Wir müssen den jetzt nicht direkt... Oh, es reicht, wenn wir uns erstmal hier hinstellen. So schnell ist er ja dann doch nicht. So, und den stellen wir hier hin, bauen, da und dann... Zack, jetzt haben wir die Verbindung. Wunderbar. So, jetzt können wir hier noch... Tja, fahren wir direkt ran oder was? Aha, aha. Ja, da ist nämlich seine... Hier ist das, was wir suchen. Genau, das werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr diese Runde einnehmen. Vermute ich zumindest nicht. Nee. So. Aber wir kommen theoretisch rein. Also wird interessant. So, das nehmen wir nochmal ein. Gebäude unter Kontrolle und gesichert. Erwarten neuen Auftrag. Ehre dem Ruhm. So, dann werden wir den hier mal... Ja, reparieren brauchen wir nicht. Nur auffüllen. Dann direkt mit dir auch ab dafür. Mal hier oben hin. So. Ist der Ranger erledigt. So, und dann fahren wir mit denen auch mal hier einfach weiter hoch. Soll's. So.
dann haben wir eigentlich auch schon alles erledigt. Wir brauchen uns gar nicht weiter mit befassen. Hier müssen wir auch nicht machen. Hier müssen wir nur aufpassen, dass unser Hauptquartier erledigt. Was ist das denn jetzt hier? Das sehen wir nicht. Hm, schade. Tja, und hier? Hm, wir können jetzt natürlich da reingehen. Ach ja, wir können da nicht reingucken, logisch. Können den natürlich auch noch hier irgendwie, ja klar, den kann er ja nicht hier mit. Ach, das wäre natürlich jetzt ziemlich witzig, wenn wir den auch noch richtig kaputt kriegen. Ja, zwei Stück, okay. Ja, leider in der Klemme wirkt der, der nicht so gut ist, aber das können wir jetzt nicht ändern. Ja, oh, okay, ja, nicht schlecht. Zwei. Mhm. Ja, okay, viel macht er aber nicht mehr. Wer uns angreifen wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber eigentlich könnten wir es... Oh, Moment. Ja, dann sind wir doch mal dreist. Der kommt nicht mehr zurück. Ja. Das hat sich erledigt. Ja, und dann kann er hier den kaputten Dämon haben, oder was? Ja, klar. Gebäude besetzt und unter Kontrolle. Oder gesichert. Erwarte neuen Auftrag, Ehre dem Ruhm. So, und dann nehmen wir den. Den hat er wunderbar für uns repariert. Raus. Alles klar. So. Ja. Und dann schauen wir mal, was jetzt so passiert. Ja, war klar. Das war auch klar. Ja gut, dass er den jetzt im Nahkampf zerstört. Logisch. Dass er dabei auch nichts verliert. Ebenso logisch. Ja, gut. Kann er auch machen. Kaputt geht er dadurch nicht vollständig. Mitnichten. Ja, mach das ruhig. Dämm dich gleich noch. Pass bloß auf. Ja, das war's. Sein Ranger da oder mein Ranger da oben, der ist nicht zerstört worden. So, ja, der kann gar nichts mehr machen, der Grüne. Der ist nämlich da jetzt ohne Einheiten. Ja, und jetzt können wir hier rein. So, was ist denn jetzt mit Guildhall? Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber naja, egal. Ist das überhaupt? Ich habe ja das Skript. So. Wertvolle Geheimnisse. Tja, eigentlich würde ich das mit Guildhall ja schon gerne erfahren, muss ich sagen. Aber das bringt uns nichts, weil... Schade. Ehrlich gesagt. Jetzt können wir den hier wieder reinziehen. So, jetzt lese ich das nicht nochmal vor. So, jetzt können wir den hier wieder rausziehen. Ja, geht jetzt ewig so weiter quasi. So. Oh je, es gibt wieder schweren Regenfall. Das wollen wir nicht. Ja, ist das hier Guildhall oder was? Nee, das kann auch nicht Guildhall sein. Ferit. Aber wo ist denn Guildhall? Ist das hier unten? Ist da? Da ist doch auch was. Ist das hier Guildhall? Ja, da ist nämlich was. Aha. Okay. Ja, theoretisch. Ja, wenn wir den jetzt damit aber angreifen, dann ist das schlecht. So, wir ziehen mal den Troll hier raus. Ja, wunderbar. Den können wir auch direkt hier hinziehen. Und mit ihm hier machen wir uns mal hier auf den Weg. Ich könnte es ja sofort beenden jetzt, das ist klar. Aber ja, wir sollten uns dann aber... shit. Ah, ja, okay. Ja gut, wir haben ja genug Ranger eigentlich, muss man sagen. So, komm hier, machen wir dir auch noch die Sicht kaputt. Gott, hat ja kaum noch was. Meine Güte. So, ja, vielleicht sieht er uns, vielleicht auch nicht. So. Du kannst uns jedenfalls nicht mehr aufhalten. Immer noch nicht. So. Aber jetzt.
Ja, dann ab mit euch. Die Rune war mal. Ja, mit ihm könnte ich rein. Das steht fest. Aber, was ist denn hier? Ja, aha. So, und hier war noch. Hier war nichts drin. Genau, mit dem bin ich ja schon da runtergezogen. Und hier ist ja noch ein Troll von ihm da hinten. Ja, nicht, dass er da reinmarschiert. Das wäre jetzt sehr, sehr bitter. Und mit der können wir jetzt noch. Ja. Können wir mal drauf schießen. Ja, passiert nichts. Oder? Ich glaube, das ist nur. Oder? Nee. Genau, das ist die Musik, bei der nichts passiert. Es gibt da ein paar Musikstücke, bei denen das so ist. Ja, wir hätten es jetzt schon beenden können. Klar. Eieiei. Überraschungsangriff und ausgeglichen, ja. Toll. Ach so, das ist sein. Haha, sein Troll. Ja, okay. Oh, ja, vielleicht sollte ich doch die Runde beenden. Das wäre jetzt aber schade. Oh Gott, er fährt sogar in unserem Panzerzug. Ja, 2 gegen 1. Wollte ich ja wohl mal erwarten hier. Ja, ich weiß nicht, welcher von den zahlreichen Händlern, die wir da oben haben, das ist, aber irgendeiner wird schon sein. Ach so, der ist das. Mit dem zieht er runter, trifft aber nicht. Ja. Die Musik hat es mal wieder verraten. Tja. Ja, der kann eh nichts mehr machen, der andere. Das ist nicht Gilto hier. Tja. Dann fahren wir mal hier ran. Ist das Gilto? Greifen wir dich nochmal hier an. Was soll's? Gond. Das ist Gond. Aha. Er ist ja nicht jetzt eigentlich direkt. Nicht direkt. Hat er nicht direkt verloren, wenn er jetzt hier. Wir machen das einfach. Ach, können wir nicht. Egal. So. Was ist hier oben los? Ja, okay. Ja. Wir können hier natürlich rein. Das ist ganz klar. Logisch. Aber wir machen das noch nicht. Ja, mit dem können wir ihn hier vielleicht sogar. Machen wir das. Hier, so, da. Volle Zerstörung hier jetzt. So, mit dem klemmen wir ja noch. Dann ist der lästige Buggy ja oben auch weg. Jawohl. So. Und dann, ja, nicht auf Nahkampf mit dem Geschütz hier, dann eher so. So, okay. Hier unten sehe ich, dass er da ja schlechte Dinge vorhat. Vielleicht kriegen wir den hier aber noch kaputt. Wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn er uns da noch einige Probleme macht. Ah, okay. Ah, ich glaube, den lassen wir sogar da stehen. Oh, 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 der kann nicht mehr. Das ist schlecht. Oh, das ist unser Super Buggy. Ja. Ah, der schießt auf jeden Fall auch nochmal. Das steht ja fest. Jawohl. Ja, da sieht man, der hat schon ordentlich reingehauen jetzt. So, den ziehen wir dann mal dahin. Nein, sollte er nicht. Nee, das sollte er nicht hinkriegen. So, hier können wir vorher nochmal mit unserem Geschütz schießen, bevor wir den endgültig ausschalten. So. Dann gehen wir hier nochmal. Achso, das können wir nicht. Okay. Naja, meinetwegen. Ja, irgendwo hat der auch noch seinen Samurai da stehen. Oh ja. So viel dazu. Ja, ist jetzt schlecht. Ist jetzt nicht so gut. Ja, klasse. Klasse. Aber wir haben ja hier auch noch. Den haben wir auch noch nicht repariert. Das können wir noch machen. So, reparieren, füllen. Raus mit dir. Dann eher dahin. Hä? Ich habe das jetzt irgendwie falsch im Kopf gehabt, glaube ich. Boah! Ja, sag mal. Was soll das denn? 6 Stück. Ich glaub's auch.
Ja, aber den müssen wir jetzt auf jeden Fall ausschalten, das steht fest. Ganz sicher mit der Panzerfaust. Jawohl. Ja, und der kommt da wahrscheinlich nicht rein. Ja, der kann sich aber auch nicht bewegen. Ja gut, mit dem, was machen wir denn jetzt? Wir können uns hier einen zurückfallen lassen und dann hier drauf. Der trifft sogar. Jawohl. Ach, was soll's hier? Wir haben's ja. Jawohl. So muss das aussehen. Dann nervt er uns nämlich grundsätzlich nicht mehr mit seinem Panzerzug da. So, er kann hier weiter vor. Reparieren. Jawohl, dich. Genau. Wunderbar. So, und unser Planum. Der braucht auch nichts mehr machen. Hier brauchen wir nichts mehr machen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das. Ach ja, hier. Wie das nächste Runde dann aussieht. Eigentlich möchte ich den unbedingt vernichten. Das kriege ich aber nicht hin. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich ist das. Naja. So, hier ist ja auch nichts mehr. Nee, ich verstehe es nicht, was das hier mit diesem... Komisch. Sehr komisch. Ich verstehe es nicht, was das hier mit diesen Dingen soll. Diesen Ruinen. Vielleicht ist das auch nicht diese Runde. Das kann natürlich auch sein. Wer kommt da... fleißig weiter an, ja klar, park unseren Ranger, alles klar, mach das ruhig. Ja. Aha, jetzt greift er von sich aus nochmal an. Oh, jetzt hat er aber ordentlich mehr auf den Sack gekriegt. Ja, das war jetzt dumm von ihm. Ja, ha, natürlich. Ja klar, zieh doch einen zweiten daraus. Oh. Naja. Oh, ich hoffe nicht, dass er ihn jetzt zerstört. Ich würde noch gerne mal die Stadt einnehmen, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Eieiei. Ach, dieser Schweinesack. Ja, okay. Schade. Ach Mann. Ja, hätte ich mir denken können, dass er den angreift. Greifen wir ihn jetzt nochmal an. Ja, super, wir haben jetzt keine Infanterie mehr da. Ja, toll. Ja, den zieht er jetzt wieder rein. Es ist eine Trauershow. Ja. Den können wir angreifen, aber es bringt uns nichts. Ja, ich verstehe es nicht, was damit gemeint war, aber naja, gut. Dann, schade. Dann habt ihr jetzt ein bisschen mehr von der Folge gehabt. Wenn das jetzt nicht super nervig oder sonst was war. Aber ich glaube, wir beenden das dann. Weil das ja jetzt relativ witzlos ist, hier noch nachzusuchen. Ja, das ist Gond, aber... Was hat er nochmal gesagt hier mit... Denkmal, Straße nach Gilto. Straße nach... Wir haben auch fast alles hier aufgedeckt. Also, weiß ich nicht. Hier kann auch nichts mehr sein. Hier ist noch nichts. Nee. Wenn überhaupt hier, aber hier sieht man ja schon im Dunkeln, da sind jetzt auch keine wirklichen Ruinen oder sowas in der Art. Ja. Gilto. Ah. Oh. 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 Moment. Oh, oh, oh. Okay. Moment, Moment. Wir versuchen es noch. Ja, kriegen wir den hier noch klein? Der Samurai, der... Nee, das sollten wir nicht versuchen. Dann ziehen wir mal hier hin. So. Ja. Der macht den jetzt platt. Dann stört er hier nicht mehr. Ja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Das wollte ich nämlich jetzt noch unbedingt herausfinden da. So. Der geht wieder nach hier oben hin. So. Wunderbar. Ja. Einfach mal hier aus Spaß noch. Jawoll. Das hat mal gesessen. Dann hat er den auch verloren. So, ja. Ja, theoretisch kann man hier noch einiges machen, wenn man Lust drauf hätte, aber wofür? Ist jetzt wirklich nicht notwendig. Ja. Kommt der denn überhaupt noch da rein, wenn er jetzt... Ja, wahrscheinlich kommt er nicht mehr dahin. Dann. Nee, nee.
Vermutlich nicht, aber wir haben ja hier noch einen. Warum sollten wir den hier überhaupt schießen lassen? Oder komm, wir machen jetzt hier Kamikaze oder was? Ja, wir lassen den einfach drauf schießen, egal. So. Den können wir hier noch vernichten. Ja. So. Der hat sich ausgedämont. Aber wir kriegen leider hier seinen. Ja. Wir kriegen es leider nicht unter Kontrolle. Das ist schade. Aber naja. Jetzt können wir da Dämon gegen Dämon tauschen. Haben wir jetzt was? Nee, natürlich nicht. Klar. Warum auch? Warum auch? Aber hier ist jetzt was sehr Interessantes. So, ja, das ist nicht interessant. Ja, den können wir noch abschießen hier. Den einen. So. Und hier unten ist das Interessante, was eigentlich unser Ziel war. Und den können wir eigentlich reinziehen und dann wieder ab mit dir. So. Und hier machen wir einfach gar nichts gerade. Hier brauchen wir auch nichts machen. Was haben wir hier noch drin? Den Ranger. Ja, komm hier. Wohl erstmal füllen und dann auch ab mit dir. So. Genau. Ja, am besten wäre er noch irgendwo reingefahren jetzt. So, und dann ab. Mal gucken, was jetzt noch so passiert. Ja, das war wieder klar. Ja, das ist auch logisch. Ha, der. So langsam haut er jetzt richtig rein, glaube ich. Oh, oder auch nicht. Naja, gut. Man kann sich auch mal vertun. Ja, komm. Wahnsinn. Der hat sogar getroffen. Irgendwie nervt er mich. Ja, natürlich. Der musste da auch noch reinfahren, oder? Uiuiuiui. Okay. Oh, jetzt hat er da aber den kürzeren gezogen, glaube ich. Und der kann sogar von meinem. Ja, ja, der kann sogar angegriffen werden von meinem Patrix. Ja, dann machen wir das doch noch. Tut mir leid, ich muss das jetzt herausfinden. So, der ist Geschichte. So, wie viel Sprit hat der denn noch? Ah, wir lassen ihn jetzt absaufen. Egal. So, ich will ja einfach nur noch wissen, was hier Sache ist. Wer hat denn wie viel Sprit? Der hat noch ein bisschen mehr. Der geht dann mal hier hin. So. Dann was ist hier jetzt? Nix. Hier ist Gilto. Gilto können wir noch einnehmen. Ja. So. Eine Straße nach Gilto. Man sieht eine Sektoren südwestlich des Denkmals befinden soll. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was hier Sache ist. Oh, kriegst du auch mal einen drauf jetzt. Als Revanche. Ja, Wahnsinn. Kaum zu fassen. Weißt du was, dann geben wir jetzt den Rest. Keine Lust mehr, dass du die ganze Zeit auf mich drauf schießt. So. Was hast du davon? Wunderbar. Hier brauchen wir eigentlich auch nichts mehr machen. Hier können wir den höchstens als Aufklärer noch runterschicken. Ja, sieht doch gut aus. Ihn hier können wir reparieren und füllen. Wir haben es ja. So, ziehen wir den ja auch wieder rein. Oder raus. Rein ja eher nicht. So. Tja. Ja, der Sprit von dem hier ist schon sehr, sehr bedauerlich niedrig, muss ich sagen. Na komm, ziehen wir dich hier auch noch hin. So. Ja, aber hier ist nichts mehr. Also wirklich nicht. Südöstlich. Nee, südwestlich. Aber Westen? Ja, das habe ich schon geprüft. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja. Viel mehr wird sich jetzt auch nicht ergeben, fürchte ich. Wir werden noch mal eine Runde machen. Keine Ahnung, was Herr Backpap uns da gesagt hat. Oder was er uns sagen wollte. Ja, man hätte das Ganze jetzt auch schon vor 20 Minuten oder was beenden können, aber wollte es jetzt einfach mal wissen. Jetzt
Jetzt kommt er doch wieder ran, hat er sich doch anders überlegt, aha. Ja, der macht dann nur noch Infanterie. Alles klar. So, dann fahren wir jetzt mal. Dann füllen wir den mal. Ja, reparieren. Wir können uns ja alles leisten hier. So, und dann gehen wir mal hier hin. Gucken mal, was ist hier denn jetzt überhaupt noch? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht. Hier ist jedenfalls nichts mehr. Ich glaube nicht, dass hier auch irgendwas zum Erobern wäre. Nee, das haben wir ja probiert. Das ist auch einfach nur noch so ein, hier so ein Ding da. Das ist ja auch kein Gebäude. Tja, dann beenden wir das Ganze jetzt, würde ich sagen. Jetzt können wir uns aussuchen, mit wem. Der kommt da auch noch rein. Ja, mein Plan hat funktioniert. So, dann nehmen wir den. Ja, den können wir wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Nee, dann nehmen wir einfach den hier. So, oder wir nehmen den, der hier gerade frisch ranfährt. Ja, komm hier. Der, der volle Gruppenstärke hat, darf es erledigen. Ja, Gratulation, Stratege. Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Wunderbar. Und damit hat sich das jetzt erledigt. Und wir haben die Mission abgeschlossen. Tja, hat sich leider als erfolglos erwiesen, die Suche nach dieser Ruine. Aber muss man ja auch mal probieren. So, Armee 28, Luftwaffe 0 und Marine jetzt mittlerweile 3. Nächster Missionscode, Gehauwa. Ja. So, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Dann speichern wir jetzt erstmal wieder, wie sich das gehört. So, Save. So, hier haben wir noch nichts. Dann machen wir hier den Save. Und dann wünsche ich euch, wann auch immer es euch bei euch die Tageszeit wie vorangeschritten ist, einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht oder was auch immer. Ach nee, lief wollte ich jetzt nicht. Ja, ist immer so ein bisschen irreführend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!